Amen. Mein Traumberuf, ja, früher als Kind, ist ja nicht Richter und auch nicht Löschenverkäufer, sondern Schauspieler. Weil, egal wie schlecht man sich fühlt, man kann dann als Schauspieler einfach in so eine starke oder fröhliche Rolle reingumpeln und dann so durch den Tag kommen. So habe ich gedacht, das mal als Kind. Und ich hatte eine sehr schwierige, schlechte Kindheit gehabt, gell? Ihr kennt ja meine Mutter. Hm? Ja. Hm. Schlecht fühlen tun sich in unserem Land auch die Pflegenden. Kein Wunder, es gibt viel zu tun in so einem Spital oder Heim. Medikamente verabreichen, Verbände wechseln, Körperpflege, Betten mobilisieren, laborchemische Befunde, erhebige medizinische Apparate bedienen, Lernende ausbilden und dem alten Grüsli in der Geriatrie auf die Finger klopfen, weil der Dauernd versucht, dich anzugrapschen. Schwester, bis Tiefli stinkt. Mm. Das ist streng. Vom Geruch her und auch vom Schaffen. Klar, im Gegensatz dazu kann man auch sagen, jeder zweite Schauspieler wird ja einst in seiner Karriere verstochen, verprügelt oder ja, von einem Hai gefressen natürlich. Trotzdem haben es Menschen in Pflegeberufen viel, viel strenger. Obwohl sie auch wie Schauspieler, muss man sagen, kräftig Applaus bekommen. Großen Applaus. Much love. Ja. Im Namen auch von allen Menschen im Pflegeberuf, danke, Mascheri, wollte ich noch sagen. Trotzdem fordert die Pflegenden am 28. November eine klare Kehrtwendung, um den Beruf wieder attraktiver zu machen, weil Klatschen nicht genügt. Was Bundesrat und Parlament geantwortet haben, tönt zwar auch wie Klatschen, heisst aber etwas ganz anderes. Politik hat dankend abgelehnt und dafür einen indirekten Gegenvorschlag gemacht. 1 Milliarde Franken, um vor allem die Ausbildung von qualifiziertem Pflegepersonal zu gewährleisten. 1 Milliarde Franken! Das klingt für uns jetzt noch viel, ist aber für Damherd höchstens ein halber Kampfjet, für den Sepp Blatter 2 umpfiffene Foulspiele am WM-Achtelfinale und für den DJ Antoine Arsch in 10 Sekunden Applaus wert. Aber die Pflegenden wollen vor allem endlich bessere Arbeitsbedingungen. Und das ist keine neue Forderung, wegen Corona oder so. Der Berufsverband der Pflegenden, SBK, hat bereits vor 20 Jahren einen Leitfaden für den Arbeitskampf verfasst. Und dort hat es geheißen. Am SBK-Kongress 2000 in Montreux wurde eine Resolution verabschiedet, die den SBK aufforderte, seine politischen Aktionen zu radikalisieren und Voraussetzungen zu schaffen, damit die Pflegenden nötigenfalls auch streiken können. Ja. Radikalisieren und streiken hat leider nichts genutzt. Und jetzt ist man halt als Pflegende immer noch in einem wirklichen Arbeitskampf. Nirgends gibt es so viele Aussteigerinnen und umbesetzte Stellen wie in der Pflege. Jede zweite Pflegeperson in der Schweiz steigt vorzeitig aus ihrem Beruf aus. Gut, im Gegensatz dazu steigt jede zweite Schauspieler in der Schweiz nie in seinen Beruf richtig rein. Und wird Politiker. Dann müssen wir sich eigentlich fragen, liebe Gemeinde, sind wir nicht alles Viren? Aber hört, ich habe es ja auch nicht einfach gehabt, gell? Ihr müsst wissen, nur gerade jeder 1000. Kindergärtner bekommt eine eigene Show beim SRF über. Das ist auch herrlich. Trotzdem, ja, danke. Trotzdem haben es die Pflegenden natürlich viel, viel, viel strenger. SP-Nationalrätin Flavia Wasserfall zum Gegenvorschlag. Es ist wie wenn ich Platte habe in meinem Velo und einfach immer wieder aufpumpen, anstatt das Loch zu flicken. Ja, da hat Flavia nicht Unrecht. Mit dem jetzigen Prinzip wird der Bund nicht nur mit Pflegefachleuten ausbilden, sondern auch gerade gleichzeitig mit Berufsaussteigerinnen und Berufsaussteigern. Mega effektiv, fromm. Aber wieso haben denn so viele Pflegende keine Lust mehr? Dazu der ehemalige SRF-Moderator und jetzt Pflegefachmann Patrick Hässig. Ich kann vielleicht ein Bild machen auch für Zuschauerinnen und Zuschauer daheim. Vielleicht kennen Sie das Bild vom Esel, wo immer am Rüebli nachrennt vorne an einer Angelrute. Und wir rennen dem Rüebli nach. Ja, gut. Also das Bild von einer Schlachtkuh würde sich jetzt wahrscheinlich besser anbieten in dem Vergleich. Trotzdem haben der Pflegebranchenverband Cura Viva, der Spitalverband und auch wirklich der Spitex-Verband, die haben sich gegen die Initiative ausgesprochen. Wieso das denn? Mega verwirrend. Wer sitzt denn dort im Präsidium? Schau mal, das ist der Präsident vom Spitex Dachverband. Der Thomas Heiniger heisst er. Hm? Weiss der, was abgeht in der Pflege? Hat er eine Pflegerausbildung oder irgendwie so etwas? Ja, weil eigentlich ist er ja Rechtswissenschaftler.
und im Verwaltungsrat von Oase Holding AG. Verwaltungspräsident von der Axana AG. Und okay, gut, Vorstandsmitglied von Zoo Zürich. Ja, kann man ihm gut heißen. Weil Zoo ist ja schon auch so ein bisschen Pflege, oder? Fütter und Einschläfer schon, oder? So ein bisschen. Aber immerhin, er ist auch aktuell noch Präsident vom Roten Kreuz und das prägt. Ich habe das Roten Kreuz quasi in die Wiege gelegt bekommen. Meine Großmutter hat bereits geklismet für das Rote Kreuz und hat das an Basar dann verkauft. Ja, und am gleichen Basar hat er dann seine Großmutter verkauft. Ja? Wäre mir zuzutrauen als FDPler. Ist er nämlich ein FDPler. Und es hört, auch in der FDP ist die Präsidentin vom Spitalverband, Nationalrätin Isabella Moret. Und der Präsident von Cura Viva, der FDP-Nationalrat Laura Wirli, ist auch dort in der FDP. Gut, immerhin keine Katze. Dafür alle in der FDP. Und was für eine Parole hat denn eigentlich die FDP ausgegeben für diese Abstimmung? Jetzt lasst uns fett nein. Die Parteilinie ist eben immer dicker als Blut. Sogar im Spital. Vielleicht kann man sogar sagen, ein FDPler im Präsidium von einer sozialen Einrichtung ist wie ein kaputter Pneu. Einfach immer wieder aufpumpen, anstatt das Loch zu flicken. Ja, oder um bei meinem ehemaligen Traumberuf Schauspieler zu bleiben, eine klassische Fehlbesetzung. Die pflegen dann wirklich streng. Weißt, da bist du ja fertig und man mag nicht mehr nehmen. Man muss trotzdem immer aufgestellt, motivieren und aufmuntern durch den Tag durchgehen. Man muss eine richtige Rolle spielen. Eigentlich könnte man ja statt Schauspieler und Schauspielerin gerade in die Pflege einsteigen. Dort hat man wenigstens noch eine Chance auf Oscar. Und zwar in der Kategorie «Gute Miene zu bösem Spiel». Und wenn euch die Abstimmungen jetzt so richtig lustig gemacht haben, ihr aber keine Post vom Bund bekommen habt, weil ihr zum Beispiel ja, noch nicht eingebürgert worden sind, gibt es jetzt endlich eine Lösung. Geht jetzt einfach auf keinpass.ch. Dort könnt ihr euch in meine neu gegründete Republik erleichtert einbürgern. Ganz einfach, die Dominikanische Republik ist das. Und damit habt ihr wirklich offizielles Recht, über meine persönliche Stimme zu verfügen und könnt somit beim Abstimmungsprozess am 28. November teilnehmen. Noch heute Nacht wird unser Abstimmungsbüro aufgeschaltet, wo ihr für alle drei Vorlagen dann mit abstimmen könnt. Und ich werde dann meinen Stimmzettel im Wunsch der Mehrheit in meiner Republik entsprechend ausfüllen und Kamera begleitet am 22. November feierlich einwerfen. So, in wenigen Sekunden ist es soweit, zählt mit mir von 5 abwärts. 5, 4, 3, 2, 1. Es ist soweit! Abstimmungsbüro auf keinpass.ch ist jetzt aufgeschaltet.